Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kill the Bad Guy, Folge 12. Und ja, nach langer Zeit und nach meinem Urlaub habe ich hier wieder eine neue Mission aufgenommen. Diese Mission spiele ich bereits das zweite Mal, weil ich ein Problem habe, das Spiel. Ich habe zwar die Musik ausgeschaltet, allerdings benutzt das Spiel als Hintergrundgeräusch eine Art Soundtrack, der anscheinend ziemlich identisch mit einem Soundtrack sonst klingt, und ja, ist eigentlich nur das Stadtgeräusch im Hintergrund. Und ich muss das am Anfang ein bisschen übertönen versuchen, damit es nicht von YouTube gemerkt wird. Dementsprechend werde ich jetzt hier mal das Play starten und versuche einfach ein bisschen mehr zu reden, damit das Geräusch dann nicht identisch kommt und ich die Folge nicht nochmal zum dritten Mal aufnehmen muss oder vielleicht sogar stumm schalten muss. Ja, und das Ziel ist Aldrich. Und der Ort im Vaduz, Sekundärzug bei Lust und Basketball, hatte ich ist nicht nur ein Doppel-, sondern ein Fünffach-Agent. Nachdem er den Standort in russischen Nuklearbasen an die Amerikaner verraten hat, legte er die Amerikaner aufs Kreuz, indem er dem Iran Konstruktionspläne für die Neutronenbombe überließ. Nur, um sämtliche militärische Geheimnisse des Iran an Israel zu verraten. Am Ende hinterging er auch die Israelis, indem er der ganzen Welt ihr geheimes Falafel-Rezept verriet. Tatsächlich verfolgt hatte ihn nur ein Ziel, die Weltherrschaft für El. El? Al-Qaida? Ja, keine Ahnung. Na gut, können wir starten, und ich weiß schon, dass ich hier dieses Benzin, was ich hier benutzen kann, was ich anders hinstellen kann. Ich werde es jetzt mal hier hinstellen. Oh ne, jetzt hat es gesehen. Das war ein bisschen zu langsam. Da war ich ein bisschen zu langsam. Da machen wir es gleich nochmal. Ich muss es daneben hier hinstellen. So. Jetzt muss ich eigentlich nur noch warten, bis er kommt. Es heißt, der Sekundärziel ist ja Basketball. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass der wahrscheinlich hier irgendwie dann fliegen muss. Also hier rein, dementsprechend werde ich jetzt hier anklicken. Und jetzt so. Oh nee. Was war denn das? Selbst wie sie liegt hier anscheinend. Ach schade. Warte mal, das war gleich nochmal. Das ging jetzt viel zu schnell. Ich will das nochmal machen. Nochmal. Da war ich habe mich zu viel gedrückt. Ich habe mir gedacht, dass es so gut funktioniert. So, okay. Jetzt warten wir mal, wie er kommt. Ich will versuchen, ob der da vielleicht sogar reinfahren kann. Und so springen. Ich muss jetzt sagen, ich war jetzt wirklich überrascht, wie schnell das gegangen ist. Wie schnell der geflogen ist hier. Gut, und in dem Fall würde ich sagen, guten Flug. Und zwar. Also, der fliegt immer so. Ist ja doof. Oh nee, willst du mich verarschen? Warte mal. Was kann ich damit machen? Das ist ja krass. Jetzt kann ich den auch da reinschleudern, wie? Wäre krass, wenn es gehen würde. Zu viel gewesen, das versuche ich gleich nochmal. Das kann ja echt nicht wahr sein, dass es nicht funktioniert. Ach, da setze ich den mal da hinten hin. So. Jetzt warten. Vielleicht muss ich wirklich. Ich denke, der läuft vielleicht wieder ein bisschen rüber. So dass ich den da wirklich da reinkriege. Weil das wäre dann Basketball versenkt, würde ich mal behaupten. Super. So, und tschüss. Ich denke, das wäre das Missionsziel. Oh ne, da war der Zahn gewesen.
Hey, ich vergesse immer irgendwas, vergesse ich jedes Mal noch. Okay. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, es gibt ja hier eben diese Sterne. Und die Sterne werden zusammen addiert. Und mit diesen Sternen lädt man das hier auf. Und dann kommen solche Sachen wie das hier. Und hier, ja, das ist ein Bonusspiel. Das nennt sich, ja, Zombies. Ort, infizierte Zone. Man muss alle Zombies töten. Und auf die Munition schauen. Und es ist wirklich verdammt schwierig. Weil, ja, die kommen halt überall her und man hat nicht eben für alles Waffen. Ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen gespielt, schon einmal, dann habe ich schon ein bisschen Ahnung, wie es geht. Und hier, die Zombie müssen sich zuerlegen. Wenn ich treffen würde. Und ich habe nicht unbedingt die Munition. Weil das eigentlich schon was sehr schlecht ist. Okay. Die Zombie dann einfach, die können wir nachlaufen. Haben wir alle getötet, der Rote. Hier ist ein Baum, den wir schon mal sehen, was wir treffen. Sehr gut. Und dann hier nochmal eine. Und wir machen den Ding noch halt. So. Hier müssen wir noch Dinge legen. Ja, wir müssen mit einigen Harpunen erledigen. Ja, getroffen. So. Hier kamen ein paar Sterne noch. Oh nee. Ja, haben wir probiert, hier kommt es dann auch hin. Daneben. Wenn die natürlich dann durchkommen, haben wir verloren. Das ist klar. Wenn sie natürlich versuchen, um das zu gewinnen. Das war's. Da ist auch ein 30. Man ist schlecht, aber echt nicht geil, dass ich töten müssen. Dementsprechend haben wir verloren. Na gut, das war die Folge Kill the Bad Guy. Schaut erstmal wieder rein, wenn es dann heißt Folge 13 Kumble Dry Check. Wie gesagt, die Folge habe ich nachträglich aufgenommen nochmal, darum ist jetzt schon alles hier aufgedeckt. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Kill the Bad Guy.